Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Star Stable. Wir stehen immer noch bei Jasper. Wir wollen jetzt mal gucken, an was Jasper sich erinnert, was er vor langer Zeit hinter dem nördlichen Eisentor gefunden hat oder gesehen hat. Ein alter Mann versucht sich zu erinnern. Meine Erinnerung ist schwach. Es ist über 20 Jahre her, dass ich einen Fuß hinter das nördliche Eisentor gesetzt habe. Es war immer nach dem Winter geöffnet, genau wie das südliche Eisentor, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe gehört, dass es vor 10 Jahren verriegelt wurde und seitdem verschlossen ist. Aber jetzt werden wir sehen, woran ich mich erinnern kann. Und wir werden sehen? Oh. Ja, also, es gab einen Wald und ein wunderschönes Sommerhaus. Nicht nur das, ein Weg führe hoch zu einem alten Burgwall. Er sah sehr majestätisch aus. Das Sommerhaus gehörte Bürgermeister Klaus und seiner Frau, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. Das waren Zeiten. Ich erinnere mich, wie wir Kürbiseis auf der Veranda gegessen haben. Okay. Klingt ja eigentlich gar nicht so special. Okay. Jemand scheint hinter dem Eisentor zu wohnen und es kann nur in dem Haus von Bürgermeister Klaus sein. Jetzt haben wir was zu tun, Dina. Reite zum Westkap Fischerdorf und sprich mit Klaus. Frage ihn nach dem Sommerhaus und seiner Frau und bitte ihn um den Schlüssel zur Stadt. Mit dem Schlüssel können wir das nördliche Eisentor öffnen. Ich bewache das Eisentor so lange und gucke, ob der dunkle Reiter oder jemand anderes herauskommt. Oder vielleicht kommt jemand vorbei. Wir sehen uns dann. Okay, mach's gut, Alex, bis gleich. Ich nehme jetzt einfach mal den Transporter zum Stall. Ich glaube, vom Stall sind wir deutlich schneller in Westkap Fischerdorf, als wenn wir von hier aus reiten. Da kürzen wir einfach mal ein bisschen Zeit ab. Oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir rausfinden können. Ich kann springen. Ich bin ein Star Rider. Blödes Spiel. Ich bin Lifetime. Eieiei. So, jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Okay, also das Sommerhaus von Bürgermeister Klaus steht irgendwo da hinter dem Tor. Also, wie gesagt, also bislang klingt es noch nicht sonderlich special, aber es ist natürlich ein Ort, wo sich jemand aufhalten könnte, der Unterschlupf sucht. Wenn Bürgermeister Klaus selber nicht mehr dahin geht. Die Frage ist, warum ist es überhaupt vor 10 Jahren verschlossen worden? Das interessiert mich jetzt mal. Naja, vielleicht kann uns ja gleich der Bürgermeister mehr darüber erzählen. So. Hallo, Bürgermeister Klaus. Oh, ja. So ist das. Du willst mehr über mein Sommerhaus und meine Frau wissen. Das kann man wohl sagen. Weißt du was? Ich glaube, ich muss mich ein wenig beeilen. Ich habe möglicherweise etwas vergessen. Ich bin plötzlich so aufgedreht. Ich gehe mal los joggen. Tschüss. Bürgermeister? Hallo? Hier unten steht Achtung, dass er nicht reden zu scheinen, reden zu wollen scheint. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ach so, wir mussten. Ach so, na, toll. Ich dachte, wir müssten hinter ihm her. Du hast mich eingeholt, Dina. So dumm ich auch bin, ich kann nicht auf deinem Pferd vor dir fliehen. Was? Ich kann nicht auf deinem Pferd vor dir fliehen? Und auch nicht vor meiner Vergangenheit. Okay. Man kann nicht vor seiner Vergangenheit davonlaufen. Deswegen sollte ich jetzt besser aufgeben. Meine Frau und ich hatten eine wunderbare Zeit in unserem fantastischen Sommerhaus, nördlich des Eisentores. Meine Frau fing an, sich für Hexerei zu interessieren und fing an, immer komischere Gebräue zusammen zu mixen. Eines Tages, als ich nach Hause kam, hatte sich der schöne Ort zu einem dunklen und gruseligen Ort verwandelt und meine Frau in eine böse Hexe. Ich konnte nichts mehr für sie tun. Zu meiner großen Trauer war sie bereits verloren. Du willst also mit ihr sprechen, sagst du? Das wird mich jetzt echt mal interessieren. Ich glaube nicht, dass sie dir zuhören wird. Meine liebe Frau ist verloren und ich kann nichts dagegen tun, auch wenn mir das mein Herz zerbricht. Aber du kannst es natürlich versuchen. Du hast mir und dem Fischerdorf so viel geholfen. Jetzt bin ich es, der dir helfen soll. Hier ist der Schlüssel zur Stadt.
Damit kannst du das nördliche Eisentor öffnen. Viel Glück und falls du mit meiner Frau sprichst, sag ihr, dass ich sie immer noch liebe und sie jederzeit willkommen ist, zurückzukommen. Och Gott. Och. Das ist ja süß. Ja, eine traurige, aber zugleich... ja, eigentlich sehr berührende Geschichte. Hier mit Klaus. So, ich würde sagen, jetzt reiten wir den Weg zurück. Das nimmt sich jetzt nicht mehr viel. Ja, okay, doch. Ich hätte auch schon zum Stall zurückreiten können. Egal, wir reiten jetzt einfach Richtung Eisentor, wo Alex auf uns wartet. Da können wir jetzt wahrscheinlich gleich einen Blick dahinter riskieren. Eieiei. Also, aber, wow. Die Frau vom Bürgermeister hat sich angefangen, für Hexerei zu interessieren. Hat angefangen, merkwürdige Sachen zusammenzumischen und wurde eine böse Hexe. Aber ich wüsste jetzt echt gerne mal, warum sie ausgerechnet eine böse Hexe geworden ist. Es gibt doch auch gute Hexen. Der arme Klaus. Also das hätte ich jetzt gar nicht vermutet hinter seiner Geschichte. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass er eine Frau hat. Oder zumindest keine, die jetzt irgendwie besonders in Erscheinung treten würde oder noch einen größeren Teil in der Geschichte spielen würde. So kann man sich täuschen. Okay, jetzt sind wir gleich beim Tor. Ja, und vor allen Dingen, wie hängt Klaus Frau mit Dark Core zusammen? Das ist jetzt der nächste interessante Punkt. Okay. Uiuiui. Also jetzt wird's wirklich spannend. Das Tor ist offen. Juhu. Ich kann den Schlüssel nehmen und ihn später Klaus zurückgeben. Ich muss sowieso ins Fischerdorf. Reite los und suche nach der Hexe. Ich glaube auch, dass sie und der dunkle Reiter etwas mit Justins Pferd zu tun haben. Ich weiß sicher, wo Justin ist. Nein, nicht ich. Sie weiß sicher, wo Justin ist. Sei vorsichtig. Ich bewache so lange das Tor, falls etwas passiert oder du Hilfe brauchst. Wo kommen wir jetzt hin? Wo ist es da dunkel? Wo müssen wir denn jetzt hin? Müssen wir oben zum Sommerhaus? Oder müssen wir hier rechts rein? Sieht aus wie so ein Vulkankrater. Okay, gucken wir erstmal nach hier oben. Nee, hier kommen wir nicht durch. Okay. Gut, das heißt, wir müssen ins Dunkle rein. Oh Gott, also das finde ich jetzt echt gar nicht unbedingt zu prickeln, wenn ich da rein müsste, ohne zu wissen, was mich erwartet. Aber wir können nichts dran ändern. Es muss wohl so sein. Oh Gott, ist das hier... Ah. Wow, also das ist dann doch jetzt irgendwie cool. Und hab... Wow, das ist schon... Aber das ist doch nicht das Sommerhaus da oben. Das Haus der Hexe Pi, okay. Kennen wir doch noch. Also ist die Hexe, die mit Idris zusammenhängt, die das Kleeblatt brauchte, ist die ehemalige Frau von Bürgermeister Klaus? Kraxili Krax Hax, du glaubst, du kannst dir einfach so hinkommen und mich etwas fragen? Du bist lustig. Ich werde dich und dein Pferd jetzt verhexen, sodass er eine Lektion lernt. Nein? Nein!
Der Zauber lässt nach. Es scheint so, als hätte Pi keine Lust zu sprechen. Ja, das scheint mir allerdings auch so. Okay, also wir müssen jetzt anscheinend wieder zu Alex zurück. Wow, okay. Gut, aber ihr Lieben, wie es hier in der nächsten Folge weitergeht, beziehungsweise wie es hier weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Dann machen wir hier bei Alex weiter. Ich bin ja schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das hier noch alles zusammenhängt und was wir hier noch in Erfahrung bringen können. Gut, ihr Lieben, dann freue ich mich auf euch und sage bis morgen. Tschüss!